Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2, der Herausforderungsmodus. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Letztes Mal ist ein bisschen her, Ich muss mich erstmal wieder reingrooven, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Haben wir Fossilien noch? Ja, eins haben wir. Ein Fossil, ach ja, wir hatten so schlechte Mitarbeiter, ne? Ach ja, da war ja was. Machen wir dich mal. Was für, ach, das ist einfach nur Geld für ein Fossil. Naja, ich meine, Herrgott, wer will das nicht? So, generiere 100.000. Ach, die waren ja auch ausgebrochen und so, ne? Was haben wir denn so für Dinos? Ach ja, wir hatten hier die Strophiomimus. Strutitiomimus. Und Diloposaurus. Oh mein Gott, ey. Dinos ist echt nicht so mein Spezialgebiet. Egal. Dekoration. Nee. Gastkomfort, ne? Wie macht man das nochmal? Das macht man mit einem Hotel oder so, ne? Hatten wir ein Hotel? Oder wo haben wir Gastkomfort gemacht? Ermöglicht es Parkbesucher. Ja, das wird es wohl sein, ne? Ist das da ein Hotel? Nee. Aber die möchten ja im Hotel auch gerne die Dinos sehen. Deswegen stellen wir das Hotel einfach mal hier vorne hin, wa? Weil da möchte man auch Dinos sehen. Im Hotel. Da möchte man auf seinem Balkon stehen im Hotel und sagen, ach, guck doch mal, da die Dinos. Sind die nicht süß? Sind sie nicht süß, wie sie da gerade die Ziege fressen? So, Expedition. Dann lass mal schauen. Wir brauchen ja noch ein paar andere coole Dinos, die wir hier losschicken können. Ach, Forschung haben wir auch noch, ne? Was geht hier so? Ja, hier geht natürlich einiges, ne? Ja, hier so ein Stegosaurus, wa? Flugsaurier geht noch gar nicht. Die hatten wir schon geguckt. Wie sieht's aus mit mittelgroßen? Der wäre cool, aber wir haben leider kein Personal dafür. Aber so einer wäre cool, so ein Langhals hier. Sauropode. Vielleicht ein neuer Zaun. Mittelgroßer elektrischer Zaun, ja. Ich meine, Herrgott, wer will den nicht, ne? Was geht denn hier? Mit ihr geht hier was. 100.000. Go, go, Gadget. So, wie sieht's aus? Nicht genug Anforderungen, nicht genug. Hier hätten wir, aber da kriegen wir auch wieder nur den Strophiomimus. Wir haben halt nicht genug Anforderungen für den Kram, ne? Den haben wir auch schon. Da könnten wir einen hinschicken. Dich hier, den G. Los geht's. Auf geht's, ab geht's, G. Ab nach Portugal. So, das wird alles noch hier erforscht. Das heißt, wir können ein bisschen speeden. Was ist denn hier eigentlich los? Halt. Was? Amagasaurus, hatten wir den letztes Mal gebaut? Ach, da konnten wir nicht, weil wir nicht genug... Ah, ja. Verstehe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Warte mal. Hier sind die Fleischfresser drin, ne? Da ist auf jeden Fall eine Lebendbeute-Futterstation. Da läuft die Ziege durch die Gegend. Beziehungsweise die sitzt dort. Wo sind denn die Dinos? Wo sind denn die? Ah, man muss vielleicht auch auf Play machen. Da geht er durchs Wasser. Ach, da sitzt auch noch einer. Okay. Sehr gut, da sind sie alle. Hier ist Strophiomimus. Ist der eigentlich glücklich? Sind die glücklich? Wo sind die da? Hier. Sind die glücklich? Ja, die sind 100% Komfort. Das passt. 100% Komfort, super. Habe ich eigentlich schon Danke gesagt für das positive Feedback unter der letzten Folge von Jurassic World Evolution 2? Ich war so ein bisschen überrascht, ne? Dass dann doch so viele Leute reingeschaut haben, weil erst dachte ich, okay, guckt da keiner. Gucken ja dann doch ein paar Leute. Krasse Geschichte, Leute. Gerne den Daumen nach oben da lassen, wenn ihr noch mehr sehen möchtet. An der Stelle direkt. Ist ein bisschen unpassend, ne? Wir sind in Kanada und wir haben hier dieses Hotel gebaut. Mit Pool da oben. Halt hauptsächlich, weil hier Berge sind mit Schnee und so. Und dann gehst du da oben im Pool schwimmen. Ich glaube irgendwie nicht. Aber das war tatsächlich Komfort, ne? Ja, muss er, ne? Bietet Platz für 400 Besucher oder 400 Gäste. Gewünscht von, ja, ich meine... Herrgott, wer will denn das nicht? Okay, Gastkomfort ist auf jeden Fall ein bisschen hochgegangen, hoffe ich. Oder? Und es wird noch weiter geforscht hier. In der Formation. Generiere 100.000, das haben wir auch geschafft. Also, auf diese Nachricht habe ich gewartet. Ich auch. Durch Ihre Anstrengungen hat sich die Parkbewertung verbessert. Ich weiß, dass Sie viel Arbeit reingesteckt haben, glaube ich. Klopfen Sie sich aber trotzdem ruhig auf die Schulter.
Das mache ich auf jeden Fall. Da klopfe ich mir trotzdem auf jeden Fall auf die Schulter. So viel... Da kann davon ausgehen. Aber erstmal bauen wir hier auch ein paar Wege, wie sich das gehört. Okay, Ankyloide. Forschung abgeschlossen. Warte mal. Ach, das ist, weil wir jetzt hier automatisch Forschung abschließen, weil wir das Level hochgegangen sind. Ah. Smart. Was haben wir noch hier so? Ja, den nicht, ne? Noch ein paar Fleischis hier? Jawohl, mittelgroße Fleischis. Irgendwas im Wasser nicht. Die kleinen hier? Ja, wir haben den hier. Ach, das war ja hier irgendwie dieser... Ja, ihr wisst, wen ich meine. Pachycephalosaurus. Ey, es ist so lächerlich, die Namen. Es ist so lächerlich. Was ist hier? Personalverbesserung eines zweiten Personalzentrums und die Ausbildung von Wissenschaftlern. Gewährt jedem Wissenschaftler ein Dings. Das möchte ich gerne, weil ich möchte die gerne upgraden. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich die ganz gerne upgraden. Meine Wissenschaftler, die haben nämlich echt Probleme aktuell. Was echt ein bisschen ärgerlich ist. Haben wir eigentlich so eine Krankenstation? Noch nicht, ne? Kriegen wir jetzt erstmal einen Schutzraum. Kann ich auch gar nicht, ne? Es kann nur ein Wissenschaftszentrum. Hä? Ach, guck mal, haben wir abgeschlossen, scheinbar mit Komfort. Eine Parkbewertung von 5 Sternen. Ist das jetzt die nächste Aufgabe? Das haben wir eine lächerliche Aufgabe. So, erstmal hier den Treibstoff auffüllen. Komplett. Für den Strom. Das wäre auch cool, wenn wir noch ein bisschen anderen Strom erforschen könnten. Jetzt erforschen wir natürlich gerade die Personalverbesserung. Die können wir dann nämlich upgraden. 1,5 Sterne, Leute. Gewinn 160. 162 direkt. Wissenschaft ist das Wichtigste. Ach, guck mal. Dank ihr profitabel. Die Saurier wiederbeleben. Und dank ihr sind sie immer noch hier. Erhöhe deine Parkbewertung. Du verstehst, wie wichtig das ist. Ah, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Dr. Kijal Dua. Dir muss unsere Arbeit genauso wichtig sein wie mir. Keine Ausreden. Okay, also das sind die Aufträge, die wir jetzt haben können. Die Parkbewertung... Ich lege sofort los. Geh noch weiter. Es gibt ein neues Ziel, das du dir ansehen musst. Infos folgen. Also hier Parkbewertung machen wir eh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn das 500.000 gibt als Belohnung, dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger zu erreichen als die 250er. Aber das Genom für einen bestimmten Saurier zu verbessern, ist, glaube ich, relativ einfach oder ein bisschen mehr Profit zu kassieren. Profit ist, glaube ich, genau mein Ding, weil wir brauchen so ein bisschen Geld. Ich interessiere mich für Wissen, nicht so sehr für die emotionalen Aspekte des Reichtums. Doch der Park ist ein Geschäftsmodell. Wir müssen uns also um die Bilanz kümmern. Und jetzt schneit das auch noch. Okay, Forschung verfügbar. Großer elektrischer Zaun plus ein anderes Konto. Hadrosauroide freigeschaltet. Personalverbesserung, Objekt 2 freigeschaltet. Geht halt einiges. Also Fossilien haben wir auch noch ein paar. Da können wir auch noch was machen. Geil, kann ich alle erforschen. Dich halt und reicht das schon mit einer? Ja, ne? Aber zwei wäre natürlich halt noch besser, weil die Dauer dann schneller geht. Ein positiver Einfluss, ja, dann machen wir das mal mit zwei, komm. Was soll it denn? Können wir doch. Parkbewertung und natürlich halt Gewinn erzielen. Jetzt schneit das irgendwie. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie schlecht für die Dinos ist, weil es gibt ja, glaube ich, keine Möglichkeit hier irgendwas, ach, guck mal. Kann ich erst Parkbewertung auf 2 Sterne, dann kann ich erst was machen. Mit hier so, was ist denn das? Aviadom. Oder halt Wasser hier. Wasser, da brauchen wir eine Parkbewertung von 2 auch. Okay, dann können wir auch ein paar Wasser- und Flugsaurier machen. Das wäre natürlich auch super awesome. Jetzt noch jemanden losschicken ist auch so ein bisschen quatschig irgendwie. Ist auf jeden Fall nicht das, was ich will. Ich weiß nicht, ich warte jetzt irgendwie darauf, dass die Fossilien hier abgeschlossen sind. Ich weiß auch nicht, warum. Das wäre aber hauptsächlich, weil ich... Ach, guck mal, gibt direkt ein lebensfähiges Genom.
weil ich hauptsächlich, warte mal, dann machen wir hier nochmal die beiden. Da gibt es ein bisschen Geld für, ne? Der ist halt hart gestresst. Nehmen wir dich nochmal. Ich würde die halt ganz gern upgraden. Geht das nicht irgendwo hier? Ausruhen. Trainieren, ganz genau. Aber erstmal ausruhen. Du ruhst dich auch aus. Den ruhen wir auch nochmal aus. Komm, alle ausruhen. Wir haben auch eh kaum noch Geld. Deswegen muss der Profit hoch. Der Schutzraum passt. Wie kriegen wir denn mehr Profit? Mehr Dinos wahrscheinlich, wa? Konfigurieren. Mit so einem Ding gibt es das natürlich. Die Abenteuerlustigen sind da eh noch nicht. Ein Fischtank. Ein Springbrunnen, komm. Gönnen wir uns noch einen Springbrunnen hier drin. Das erhöht auf jeden Fall die Leute, die hier gerne hinwollen. Schätze ich mal. Schätze ich mal. Sicher bin ich mir nicht. Haben auf jeden Fall ein lebensfähiges Dings hier. Für den Ceratosaurus. So ein mittelgroßer Fleischfresser, was auch mega nice ist. 87 tatsächlich Genfortschritt. Das ist heftig. Das ist heftig. So, dann würde ich die gleich ein bisschen upgraden, ne, wenn die ausgeruht sind. Geld machen wir ja noch. Können wir die 5 Sekunden eigentlich auch abwarten, bis das hier abgeschlossen ist. Genau, und dann lass mal schauen, weil die ist natürlich motiviert, aber die können wir auch nochmal trainieren. Und zwar auf was gehen wir denn jetzt? Genetik ist natürlich halt auch geil, ne? Wenn das hier unsere Genetik-Frau ist, wäre das natürlich richtig awesome. Dich trainieren wir auch nochmal, aber dich trainieren wir auf Logistik, glaube ich. Ich glaube, Logistik ist hier das A und O. Den hier trainiere ich ein bisschen auf Wohlbefinden. Ich glaube, dass das die richtige Wahl ist. Und bei dir trainieren wir tatsächlich auch nochmal Wohlbefinden. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Dann könnten wir fast auch schon welche... Können wir den jetzt ausbrüten hier? Knapp, aber wir haben nicht das Geld dafür. Das wäre ärgerlich gewesen. Oha, hier ist wieder leer. Ach nee, das ist nicht... Ach doch, hier. Okay. Auffüllen und auffüllen. Treibstoff und Nahrung aufgefüllt. Kostet dann natürlich 1,50 Mark, ne? So, Geld geht hoch wieder. So einigermaßen. Es wäre noch cool, ein bisschen mehr Profit zu machen. Wie sieht denn das aus mit... Nee, Karte wollte ich nicht. Ich wollte hier eher... Genau. Schutzraum, da ist hier hinten ganz okay. Toiletten, da geht hier vorne noch was. Wie sieht's aus mit Essen? Trinken. Trinken hier hinten. Hier hinten können wir doch ruhig nochmal so einen Getränkestand hinmachen, oder? Oder nicht? Der macht sich doch gut hier hinten. Hier so an die Seite? Könnte ich mir gut vorstellen. Eine Stromquelle fehlt. Ach ja, da kann man doch bestimmt noch was forschen, ne? Gebäude. Ja, haben wir noch nicht, ne? Was ist das hier? Kontrollzentrum? Nee, wo ist denn das? Attraktion? Macht ja auch gar keinen Sinn. Irgendwo können wir doch hier forschen. Da können wir doch bestimmt... Strom. Genau, kann ich das erforschen? Euch zwei dann. Nicht genug Geld. Okay. Ja, die Überlegung war da. Ich wollte es gerne machen, es ging nicht. Weil dann können wir nämlich einen Stromaggregat bauen, beziehungsweise ja halt so ein Stromding. Dann brauchen wir nicht mehr den Notfallstromgenerator haben. Dann können wir den anderen nehmen. Okay, Profit ist jetzt ein bisschen runtergegangen tatsächlich. Pro Minute 120.000. Ich meine, Herrgott, wer will das nicht, ne? So. Wir gehen zurück in die Forschung und gucken jetzt nochmal und dann forschen wir das Ding, wie sich das gehört mit den beiden. Das geht auch schnell, hat auch einen positiven Effekt. Eine Minute 13, dann speeden wir das noch und dann ist das noch viel schneller, dann sind wir noch viel schneller fertig hier. Ist auch dunkel wieder bei uns im Park, im Jurassic Park hier. Jurassic Park World. Tun. Da fehlt ein Ranger. So, wenn wir den Strom nämlich haben, sehr gut. Drei Objekte freigeschaltet. Gebäude, ne? Das muss es doch sein eigentlich. Personalzentrum unterstützt.
Wo kommt denn der Strom her? Wahrscheinlich bei Strom. Kleines Umspannungsgebäude. Nee, das geht ja nicht. Wir brauchen ja noch erstmal hier so ein 250. Ach herrje, na dann speeden wir wieder hoch. Wir haben echt kein Geld. Aber dann können wir nämlich den bauen und dann können wir hier deutlich mehr produzieren. 60 Einheiten, der produziert nämlich nur 30 Einheiten. 30. Und dann können wir nämlich hier den Strom hinstellen. Und dann haben wir da deutlich bessere Chancen, hier irgendwas zu reißen. So machen wir das erstmal. Dann wird hier nämlich der Strom gebaut. Und dann passt das nämlich auch. Wenn da nämlich jetzt das Kraftwerk da ist. Ich weiß nicht, wie das ist mit dem Notfallaggregator. Aber müsste eigentlich passen. So, hier ist auch schon ein bisschen Gewinn. Ich meine, ich mag gewinnen, ne? Finde ich gut. Das macht Spaß. Okay, jetzt können wir immer noch nicht. 300 brauchen wir noch. Weil noch so ein Dino gibt natürlich noch mehr Gäste und das gibt natürlich noch mehr Einnahmen. Das wäre halt cool. Ich warte jetzt auf die 300 dann. Weil ich meine, wenn wir 90 pro Minute haben, dann geht die Minute relativ fix. Kann man sich einen kleinen Schluck gönnen. So, 300.000 sind drin. Wir wählen das Ei aus, was wir ausbrüten wollen und gönnen uns die drei hier. Und los geht's. Eine Minute 20 und dann haben wir den Dino. Dann kommt er hier rein zu unseren Struffield Mimes. Bin ich mal gespannt, ob die sich mögen. Und wie viele ich hätte machen sollen von den Amargasaurus. Kann ja sein, dass da so zwei, drei Tiere, Dinos, reingemusst hätten, dass sie da relativ unzufrieden sind. Mal schauen. Mal schauen, ob es passt. Denn jetzt gleich kommt er erstmal raus. Saurier freilassen, los geht's. Da ist er. Der hat ja ganz schön krasse Stacheln am Rücken, ne? Na, was haben wir denn da? Den Akten zufolge einen Amargasaurus. Ein interessanter Fakt. Mit seinem langen Hals konnte er die höheren Äste der Bäume erreichen und dort fressen. Steht hier zumindest. Wir werden es wohl rausfinden, oder? Ich glaube auch, dass wir es herausfinden werden. Ein bisschen mehr Wald braucht er. Machen wir hier ein bisschen mehr Wald. Tatsächlich ein bisschen mehr Wald. Und dann gemahlene Faserreste. Oder Faserstoff. Ein bisschen mehr Wald. Sehr gut, 100% perfekt. Er ist sehr glücklich. Wie sehen die aus noch? Die sind auch noch 100% glücklich. Ja, nice. Ja, dann kann man die ja zusammenhalten. Wo waren das nochmal, dass man sehen konnte? Wie zufrieden die sind. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Der ist doch so groß, den kann ich doch nicht übersehen. Da läuft er rum. Da ist er ja. Der tarnt sich ganz schön gut. Angriff, Dominanz. Nee. Ah, wo stand denn das nochmal? Anziehungskraft. Irgendwo stand das. Bestand 1. Mag nicht. Ja, die anderen Marker, das ist okay. So, was ist hier los? Wer wird angegriffen? Ach, hier die Autos hier hinten. Naja, ich meine, Herrgott, das kann ja wohl mal passieren, dass man angegriffen wird, wenn man mit dem Auto da drin ist. Okay, also mehr Leute kommen auf jeden Fall rein, würde ich schätzen. Und das heißt, der Rubel rollt. Die sollten eigentlich ganz glücklich sein. Haben wir hier, das haben wir schon ausgeschöpft. Wie schaut's denn hier aus? Ja, den kriegen wir scheinbar ganz oft. Ein Kentosaurus, komm. Den Kento, den gönnen wir uns. In Tansania, da habe ich Bock drauf, so ein Kentosaurus.
Ich hätte auch noch Bock auf ein Fleischfress. Wir haben auch noch gar kein, ich wollte gerade sagen, kein Gehege gebaut, aber wir haben ja hier einen schon mal reingemacht, einen Dino. Dann lass uns doch einfach nochmal gucken, was wir hier machen können. Was ist das denn hier? Das ist ein kleiner elektrischer Zaun, ein mittelgroßer elektrischer Zaun. Ich bin ja für so einen mittelgroßen elektrischen Zaun jetzt zu haben. Denke, damit fit man ganz gut. Ich würde mir nämlich ganz gerne so einen krassen, so einen mittelgroßen Fleischfresser-Dino machen. Ich glaube auch, ich baue ein bisschen groß das Gehege gerade. Wenn man da mal ganz ehrlich sein soll. Vielleicht bauen wir hier noch in der Mitte durch. Weiß ja nicht, wie lang das sein muss, so ein Gehege. Aber das lösche ich mal alles. Und hier ein Tor rein. Ganz genau. So, das haben wir nämlich. Die sind natürlich noch unterwegs. Da müssen wir auch mal schauen. Wie kann ich die denn eigentlich nochmal upgraden? Forschen erforderlich. Okay. Das ist ja ein bisschen... Das ist ja ein bisschen ätzend, ne? Kann ich noch neues Personal hinzufügen? Tatsächlich, da geht noch was. Wohlbefinden 4, auch sehr gut. Ja, Wohlbefinden 4 ist natürlich, aber wir haben nicht genug Geld. Dachte, wir haben viel Geld, aber wir haben, glaube ich, kein Geld. So, Medizin. Das mache ich erst, wenn es zu spät ist. Brutstätten-Upgrade, da geht nichts, weil die hier gerade draußen sind und Dingsen. Fischfutterstation. So ein großer elektrischer Zaun wäre natürlich auch nice, ne? Genmodifikation. Ja, wir haben es ja nicht. Wir haben halt keine, die richtig forschen können, wenn die anderen auf der Expedition sind. Ach, guck mal, Profit. Das ist ja wohl... Das ist ja schon fast lächerlich, dass wir dann den Profit nicht 100% kriegen. Na komm. Die Expedition läuft auch ganz gut. Ich müsste ja eigentlich hier noch irgendwie so ein Beobachtungsding hinmachen, ne? Dass man das ganze Gehege begutachten kann. Gut wäre es auf jeden Fall. Expedition ist durchgeführt. Tabulator. Na komm, machen wir mal die Tabulator-Taste. Jawoll. Da sind ein paar Kendos hier unterwegs. So. 3 nur. Mache ich euch beide, die schicke ich dann gleich ins Nest zum Ausruhen. Dann passt das. Weil dann lass doch mal schauen. Leere Brutstätte, denn den hier würde ich ganz gerne. Aber wir haben nicht das Personal dafür. Mist. 5 brauchen wir. Dann lass doch mal schauen. Park. Bewertung und der Profit haben sich in diesem Monat um 16% verbessert. Sehr gut. Ja, sie ist halt hier das Forschungsmastermind, ne? Die Aufträge wurden aktualisiert. Wenn du den Auftrag profitabel wechseln willst, will ich nicht. Ich bin kurz davor. Ich sag mal, mit noch einem Dino, da ist auf jeden Fall richtig Profit drin dann. Essen und Trinken, Geschenke. Kentosaurus ist auf jeden Fall lebensfähig. Das ist auch schon mal viel wert. Habe ich alle ausgewählt? Wahrscheinlich, ne? 1, 2, 3, 4. Nee. So. Wieder die beiden. Das ist ein bisschen belastend. So, Wissenschaftler ist ausgeruht. Sehr gut. Dann möchte ich hier gerne diesen... Den hier machen. Und zwar, komm, wir modifizieren das Gen noch ein bisschen. Weil wir es können. Weil wir es können, machen wir eine andere Haut. Rot. Rot, finde ich, ist eine sehr gute Farbe. Und dann würde ich den ganz gerne ein bisschen langlebig machen. Und dann Wissenschaftler zuweisen. Und das wird dann... Los geht's. Mal schauen, ob wir in 15 Sekunden Dino kriegen können. Den wir dann hier reinsetzen. Sehr gut, Eier. Ach, guck mal, wir haben sogar etliche Eier zur Auswahl. Aber ich muss kurz warten, bis die hier abgeschlossen sind. Ja, ich muss eigentlich in der Forschung, muss ich eigentlich auch nochmal beigehen und machen, dass ich da ein Upgrade kriege. Dass ich mehr Personal haben kann.
Kay? Kay? Wieso genau haben die keinen Strom, die Sachen? Die müssen da eigentlich Strom haben, weil das Kraftding ist doch da. Stromschutz kein. Ungenutzter Strom 53. Hä? Prinzip betriebsbereit. Deaktivieren wir das Ding mal. Man fragt sich leicht, wie das sein kann. Weil ich sag mal, ich habe da eigentlich alles richtig gemacht, oder nicht? Aha. Da ist also wieder der Strom. Machen wir den hier auch nochmal hin. Ich glaube, den hier muss ich umändern. In so einen. Und den dann weiterführen. Und dann muss hier natürlich auch noch einer hin. Da müsste alles wieder mit Strom versorgt sein. Und wir brauchen nicht das Notfallstromding. Das ich übrigens auch noch mal auffüllen muss. Fällt mir gerade ein. Komplett. Für Geld. Aber wir haben es erstmal deaktiviert. Toilettenversorgung ist zu niedrig. Na, das geht natürlich gar nicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Toilettenversorgung. Hier vorne geht die gar nicht. Das natürlich auch. Das ist natürlich eine Schande, ne? Okay, hatten wir dich fertig hier? Eier auswählen. Achso. Kostet 500. Haben wir gerade nicht. Haben wir gerade nicht auf der hohen Kante. Aber man muss ganz schön lange warten auf das Geld, ne? Das Geld kommt nicht von allein. Muss mal jemand wieder Geld kaufen für mich hier. Wie viel Profit haben wir dann? Fast 100.000 die Minute. Das geht eigentlich. Das lag halt jetzt wahrscheinlich auch daran, dass da der Strom so doof war. Dass wir so wenig gemacht haben. Einnahmen, ne? Durch Merchandise, durch Essen halt. Betriebskosten pro Minute und dann aber der Gewinn. Ja, ich meine. Saurierausbrütung, ja. Wo kommt denn das Plus her eigentlich? Löhne, ich sehe immer nur Minus hier. Ach ja, monatliche Aufträge 500.000 und Expeditionsfunde verkauft. Das gibt halt auch noch was. Da haben wir doch auch noch welche, ne? Nee. Tatsächlich nicht. Schade. Gastkomfort. Achso, das sind die Hotels, ne? Ein breiter Weg. Auch nicht schlecht. Kostet halt auch, ne? Infrastruktur. Effizienzupgrade. Ich würde halt auch lieber Saurier erforschen, aber ich meine, was willst du machen? Kannst du ja nichts machen. Musst ja das machen, was die einem vorschlagen hier. Strom? Geht jetzt hier noch ein alternatives Stromnetz? Okay. Attraktion. Nehmen wir den hier. Euch beide, los geht's. Meine besten Leute habe ich dran gesetzt. Zum Forschen. Das hat natürlich auch wieder Geld gekostet. Und den kriege ich immer noch mal in Dino nicht. Und eine Expedition würde halt auch noch mal Geld kosten. Wir müssen kurz warten. Auch wenn ich durch eine Expedition deutlich mehr Geld kriege, weil ich die Fossilien verkaufen kann. Schön die Fossilien verscherbeln. Den darf ich natürlich nicht hier reinmachen. Den muss ich natürlich in das Gehege hier transportieren lassen. Kann ich nicht Dinos verkaufen oder so? Weil ich habe echt kein Geld. Gästeattraktion 3 freigeschaltet. Innovationszentrum wird drin. Gästeattraktion. Ach hier, das sind die Dinger. Ich meine, warum nicht, ne? Kriegen wir hier eine kleine Attraktion hin? Und schon sind die Gäste glücklich. Besonders hier hinten wäre es natürlich sehr löblich, so ein Ding hinzusetzen. Ich sag mal hier.
Und hier hätte ich ganz gern... Ja, komm, machen wir... Was ist denn das? Ein Aquarium? Aquarium ist gut. Strom haben wir natürlich auch noch nicht. Da geht noch was. Fürs Stromnetz. Ja, ich habe das halt direkt vor den Eingang gebaut. Das ist halt echt... Das war halt nicht so smart. Jetzt ist auf jeden Fall ein Aquarium hier noch. Weiß nicht, kriege ich Geld eigentlich für das Aquarium? Ja, ne? Die Einnahmen zu maximieren. Das Stilholz. Das finde ich gut. Eingangsbereich. Da in der Mitte. Dann machen wir so. Das finde ich auch gut. Beschreibung, Aquarium. Okay, das gibt sich von selbst. Oh ja, ey. Einnahmen werden auf jeden Fall maximiert gerade. Kann auch sein, dass das zu lange gedauert hat, dass ich da einfach so rumgedingelt habe. Jetzt kann ich die Eier auswählen. Los geht's. Zeit wird's. Doch noch nicht. 550 brauche ich. Ugh. Den würde ich halt heute auch nochmal ganz gerne sehen. Ne? So, was ist denn hier los? Der ist langlebig hier. Das sind die beiden hier unten. Da ist eigentlich schon fast egal, welchen ich von denen nehme, weil die beide gleich gut sind. Was brauchen wir dann? Wohlbefinden auf 5. Ja, dann machen die beiden das, ne? Und die andere, die geht jetzt erstmal nochmal in Urlaub, weil ich habe das gesehen, die ist sehr gestresst. Nicht genügend Geld, um sie auszuruhen. Aber sie könnte trainieren. Hallo? Wäre der Aufgabe nicht möglich? Kann ich die auch nicht trainieren? Das kostet Geld, oder was? Kurz warten. Weil wenn ich die trainiere, dann habe ich natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, die besser einzusetzen, das Personal. Das wäre auch... Das wäre auch wieder ein Vorteil. Es gibt nur Vorteile hier. Aktuell. Wenn ich Sachen verbessere. Und hoffentlich gibt es auch gleich noch ein bisschen mehr Geld. Hauptsächlich, wenn ich den per Airlift freilasse. Und zwar hier hinten. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Sehr gut. Dann wird das Produkt nämlich abgeholt. Kann ich jetzt trainieren? Hä? Gerade eben stand da doch, dass ich die trainieren kann. Macht ja so gar keinen Sinn. Hier, ihn kann ich auch trainieren. Das war ein Bug. Das muss doch ein Bug sein. So, der Dino wird hier jetzt abgeholt. Das ist auch schon mal nice. Fliegen die rein. Und holen ihn ab. Das ist schon mal besser als im ersten Teil. Da musstest du die freilassen und dann umverteilen. Hier kannst du den Kram wenigstens umändern hier. Umsiedeln, direkt zu Anfang. Hier ist er jetzt, unser Dino. Produkttransport beendet. Sehr gut. Zum Glück haben wir Claire Deering im Team. Sie kann ganz schön nerven. Aber die Saurier sind ja wirklich wichtig. Oder sie mag mich einfach nicht. Da wäre sie nicht die Erste. Oder die Zweite. Oder die Dritte. Naja, Sie verstehen schon. Ich verstehe. Ich verstehe. Dieser Saurier ist etwas Besonderes. Eigentlich sind sie das alle. Aber dieser hier ist wegen des gehörnten Kopfes auffällig. Es ist ein Ceratosaurus. Er sieht wie ein kleinerer T-Rex aus, kann aber bestimmt genauso gut zubeißen. So, Wald passt auch, Wasser passt auch. Sie beeindrucken die richtigen Leute. Also mich, hä? Dann fehlt nur noch Beute. Ich habe mir gerade die Daten angesehen und kann bestätigen, dass das Ziel abgeschlossen ist. Sehr gut. Vielen lieben Dank dafür. Nice. Ja, durch den neuen Dino, Aquarium und andere Knoten. Durch den neuen Dino haben wir natürlich einiges abgeschlossen an Aufgaben. Flugreptilien. Ach, nice. Nächstes Mal bauen wir dann unsere erste Voyere, Leute. Unsere erste Aviary Dome. Unseren ersten Dome bauen wir, so wollte ich das sagen. Ich hab Bock. Was kriegen wir jetzt eigentlich an Geld?
Gewinn pro Minute 138.000. Nice. Meeresreptilien haben wir auch schon. Ah, das ist doch gut. Das ist doch nice. Gibt's hier Forschung? Gehege? Nee. Wo war denn das nochmal? Dinosaurier-Erschaffung? Ach, hier war das. Jawohl, was machen wir dann hier? Wollen wir fliegen oder wollen wir Wasser? Fliegen oder Wasser? Beide sind nicht so gut beim Erschaffen, deswegen müsste ich eigentlich nochmal jemanden einstellen hier. Dich hier. Wohlbefinden 4. Ist das der Stand der Dinge? Das ist tatsächlich der Stand der Dinge. Der ist auch gar nicht so schlecht. Sonst. Rein mit ihm. Sehr gut. Dann haben wir Wohlbefinden deutlich besser. Jawohl. Brauchen wir nur 500.000. Awesome. Ihr schreibt in die Kommentare, ob ihr lieber fliegende oder tauchende Dinos haben möchtet. Das schreibt ihr rein. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution 2. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Haut das mal rein. Ciao, Leute.